Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video vom Studio Winter. Ich bin Captain Kumpel und wir befinden uns hier an Bord meines Linienschiffs, der Victory, und liegen vor der marokkanischen Küste. Und das Ganze in einer Welt, die Talset 333, so heißt der YouTube-Kanal, gebaut hat. Bei Blender Minecraft findet ihr ihn als Minecraft Talsi. Und wir sind hier jetzt auf dem Linienschiff und werden nun an Land gehen, an die marokkanische Küste. In Europa marschieren die Armeen Napoleons und sind dabei, das ganze Festland unter Kontrolle zu bekommen. Und einzig Großbritannien leistet gegen zahlreiche Feinde aktuell noch Widerstand. Und deshalb ist jetzt hier dieses britische Linienschiff im Hafen, in diesem marokkanischen Hafen, um Verbündete zu gewinnen. Es sind wohl Verbündete der Sultan und zudem wollen wir dann auch. Nur Verbündete zu dieser Zeit, in dieser Gegend, ich bin mir da nicht so sicher. Ich nehme mir mein Schwert mit, man weiß ja nie. Und dann verlassen wir jetzt dieses großartige Linienschiff. Wir werden hier auch da und da nochmal gucken, weil ich bin ja dann ja auch vor längere Zeit von Bord. Und schauen wir kurz nochmal auch nach den Mannschaften. Hier sehen wir unsere Geschütze. Es sind sicherlich 108 an der Zahl. Ich weiß nicht, sondern ich glaube, die Victory hatte 108. Und jetzt gucken wir uns mal gleich diese, ja, orientalisch anmutende Stadt an. Ihr seht, die Mannschaften sind an Bord. Was ist das da vorne? Ich muss jetzt gerade mal schauen. So, kuschel, 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 kuschel. Ach so, das sind nur hier die Schreben, auf denen die Beiboote liegen. Mein Beiboot ist schon zu Wasser gelassen. Ich habe bewusst eine kleine Gig mir zu Wasser lassen. Aber erst nochmal in die Hütte und schauen, ob wir alles haben. Ach so. Ja, dann. Ich könnte noch einen Schluck Wein nehmen zur Stärkung, bevor ich da jetzt so von Bord gehe. Aha. Okay, ja, ich kenne ja mein Schiff auch jetzt noch nicht so nach einer mehrwöchigen Seereise. Aber meine Kajüte kenne ich, wenn ich sie sehe. Juhu! Wo ist mein Bett? Trappel, 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 trappel. Ja, Bett. Mein Bett. Wer hat mein Bett gesehen? Aha. So, da musste ich mich kurz muten, um einmal husten zu können. Hat mich eben voll böse erwischt. Aber irgendwo hier muss es doch aufs Boot gehen. Ich hatte das gesehen. Lass mich hier nochmal schauen. Das war dann scheinbar nicht hier. Verdammt. So toll vorbereitet, jetzt finde ich den Zugang zum Boot nicht. Es sei denn, das war hier oben auf der Hütte. Ich glaube es aber eigentlich nicht. Was mir hier tatsächlich fehlt, hier ist das Oberlicht, das typische zur Kapitänskajüte. Nur wo ist das Steuerrad? Das ist ja nicht das Steuerrad hier. Das sieht ja nicht so aus. Das könnte natürlich auch, das muss man sagen, das Steuerrad könnte natürlich auch hier stehen. Aber irgendwie sieht das hier auch nicht aus wie ein Steuerrad. Das möchte ich jetzt auch nicht als Steuerrad sehen. Also ich weiß nicht, wo das Steuerrad ist. Ich finde aber genauso wie ich die Ausgangstür. Die war wahrscheinlich dann hier unten. Das kann schon sein. Irgendwo muss hier eine Luke sein. Huch. Nein, das war's nicht. Gar nicht so einfach das. Also das Video scheitert schon an kleinsten Sachen, weil ich mich nicht mehr daran erinnere, wo die blöde Tür war. Das ist in der Tat peinlich. Ich wäre lieber hier gewesen. Oder hier. Kann hier irgendwo eine Tür sein? Nein, das ist alles keine Tür, ne? Lass mich hier nochmal gucken. Hier ist definitiv auch keine Tür. Hier ist ja eine Tür und dann müsste ja... Hier ist ja auch keine Tür. Hier ist nur der Abgang. Das ist ein wenig peinlich mir gerade. Ein wenig. Nicht über Gebühr, aber doch so ein bisschen. Drum ist auch keine Tür. Uiuiui. Das war aber hier hinten irgendwo. Ich kam hier doch an Bord auch. Mal runter gucken. Da ist das Boot. Das heißt, da müsste die Tür sein.
bin durch eine Tür gekommen, aber hier ist gar keine Tür. Ich bin verwirrt. Ich bin in der Tat verwirrt. Wahrscheinlich ist die Tür hier ein Stückchen weiter runter. Wow. Da ist die Tür. Siehst du? Ich wusste, hier ist eine Tür. Hier bin ich reingekommen. Na, die muss man erstmal wiederfinden, die Tür. Dann gehen wir mal vom Bord. So. Und, oh, das hat ja wunderbar geklappt. Und, dann wird mal an Land gerudert. Pult! Pult! Ach, ich muss es ja selbst pullen. Na dann, pull ich! Pull ich! Pullover! Entschuldigung. So, diese Boote, die fahren ja sehr wackelig mittlerweile. Guckt euch diese Schiffe an. Mal gucken, wo wir hier eine Stelle finden, wo wir dann auch an Land gehen können. Hier sind sogar Schiffe aus Shanghai, seht ihr das? Und da sind Wikinger. Alle handeln hier und sind wahrscheinlich schon damals dabei, Afrika auszubeuten. Hat sich ja bewährt. Großartig. Einfach großartig. So, wie kommen wir denn hier jetzt einigermaßen elegant an Land? Hier gar nicht, ja? Uiuiui. Da auch nicht. Es sei denn, man könnte hier irgendwo einen Fallreb besteigen, also eine Leiter, die runterhängt, und könnten da an Land. Aber es macht noch nichts, dann können wir uns hier die Hafenanlage nochmal angucken. Auch wenn die Fahrerei, sobald ich lenke, ein bisschen unelegant wird. Dank dem neuen Minecraft-Boot. Irgendwo muss es doch auch eine Stelle geben, wo jemand an Land gehen kann, der so tief ist wie wir. Das da vorne könnte gehen, ne? Das sieht doch ganz gut aus. Dann schauen wir uns das doch mal an, ob wir hier vielleicht an Land gehen können. Auf den Versuch kommt es an, ne? Ich glaube, es könnte sogar gehen. Mal schauen. Yep. So, da draußen liegt unser Schiff, die ich mal gerade großmutig Victory getauft habe. Und es könnte sie eigentlich schon was sein. Von der Größe her definitiv. Wir sind demnach also sehr wichtige Abgeordnete. Aber die Verhältnisse hier sind natürlich zu dieser Zeit speziell. So. Wow. Ist das schön. Ich kann euch echt nur einladen, diese Welt auch runterzuladen. Aber wir gucken uns jetzt erstmal zusammen an. Ich gehe da mal rein und guckt euch das an. Das ist so richtig das richtige Feeling, was man da so erwartet, ne? Okay. Ja, ich habe eine Küche gefunden. Ja, schön. Und hoch mit uns. Ach ja, der Spinnenkerzenständer. Ich habe diesmal auch die, weil Teilset 333 sagte mir, oh, mach doch die Difficulty auf 0, also auf leicht. Und dann habe ich die auch tatsächlich ausgemacht, damit ich nicht wieder lauter total verrückte Jumpscares in den Videos habe, weil vor mir ein Monster steht. Ihr kennt das ja. Und das will ja keiner. Also doch, eigentlich wollt ihr das schon, aber ich will das nicht. Aha, ist ein Lagerhaus. Was mich jetzt wundert, ist, dass es hier keine Ratten gibt. Es ist heiß und es gibt Waren und es müsste Ratten geben. Ratten fehlen definitiv für die Stimmung hier. Also dann springe ich da mal runter. Ich bin ja nicht nur Kapitän, ich bin ja auch Superkapitän. Ich glaube, da hoch müssen wir irgendwann. Mal sehen, wie wir das am besten machen. Fleischwürste. Das sieht auch echt gut aus. Das sieht alles echt gut aus. So schön. Mit Conquest Reforged Mod. Aha, seht ihr, das ist die Burg. Ich glaube, wir machen uns erst noch ein bisschen kundig, was hier noch so sein könnte. Im Jahr des Herrn 1807. Irgendwie sowas. Wahrscheinlich. Wir sind also jetzt nicht mehr, deutlich nicht mehr Mittelalter. Aber das stört uns ja nicht. Das stört uns überhaupt nicht, würde ich sagen. Oder? Stört uns das? Ich glaube nicht. Puh, ein fremdes Land, eine fremde Kultur. Ich hoffe, ich verletze hier keine Bräuche, wenn ich hier reinmarschiere. Dass die Verhandlungen von vornherein zum Scheitern verursacht sind.
Aber man muss ja versuchen, sich so ein kleines Bild von seinem Gegenüber zu machen, um zu wissen und zu verstehen, wie die leben. Aha. Also, ich weiß jetzt nicht, ob ich da überhaupt hoch darf. Aber ich gehe da jetzt mal hoch. Trippel, trappel, 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 trappel. Trappel, 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 trappel. Und nochmal atemberaubend. Huch. Ui. Da hinten ist auch noch ein riesiges Gebäude. Da hinten ist der Hafen. Ich nenne ihn jetzt mal Hafen von Marrakesch. Irgendwie finde ich das sehr passend. Und ich werde mir hier dennoch eine kleine Abkürzung gönnen. Da lang, Geronimo. So. Und das ist jetzt einfach wieder so stimmungsvoll, so realistisch, dass wir uns da auch einfach ein bisschen Zeit nehmen werden. Und ich werde auch versuchen, die Kameraführung durchaus immer ein bisschen ruhiger zu machen. Guck mal hier, hat er Köpfe verwendet, um so Stämme, die aus der Wand zu ragen, zu machen. Das ist ja auch eine coole Sache, geht auch in Default, also ohne Conquest. Default-Schmott ist diese Idee durchaus sehr gut. Ich glaube, ich bin hier in so einer Hintergasse gelandet. Im Armenviertel vielleicht. Naja, so arm sieht es hier jetzt nicht aus. Schauen wir mal. Wo wir hier so sind. Was ist das hier? Ah ja. Also, es ist halt das gleiche Problem tatsächlich. Wenn alle Gebäude eingerichtet sind, ausnahmslos, dann entsteht eine gewisse Repetitivität. Ich glaube, diese Platten hier sind wahrscheinlich... Ja, das steht einfach so offen. Ne? Das kann sein. Das ist auch eine gute Idee. Hier haben wir einen Amboss. Aha. Wobei es natürlich so ist, dass man das auch trotzdem würdigen sollte. Also ich kann jetzt im Video nicht alles ansehen. Es geht einfach dann aufgrund der Zeit dann irgendwann nicht mehr, aber eben so viel wie möglich und eben die Chance, dass man es eben ansehen kann, dass man sich die Zeit nehmen kann und alles entdecken kann, was es so zu sehen gibt. Hier ein Spiel zu treiben, wie wir es gerade tun, dass wir jetzt Gesandte des britischen Empire sind, um hier Verbündete für den Kampf gegen Napoleon zu gewinnen. Solche Ideen, die brauchen natürlich eine realistische Kulisse und wenn ich Minecraft-Film drehen würde wollen, dann wäre so eine Welt hier natürlich sehr, sehr gut dafür geeignet. Wobei ich sagen muss, dass natürlich Innenräume dann wiederum eher in Kulissen gebaut werden, dass die seitlich offen sind, sich da besser drehen kann, dass die eventuell den Bedürfnissen der Kamera einfach gerechter werden. Aber man kann zumindest überall reingehen und die Türkamera kann reinfolgen und so weiter, ohne dass man sich da einen Kopf machen muss. Und wenn man nur so privat hier drin rumläuft, ist das natürlich ein Traum, das zu entdecken. Wenn man da die Geduld zu hat und die Muße, das ist ja immer die Voraussetzung und eben auch diese Wertschätzung dafür auch hat und mitbringt und das auch entdecken möchte. Diese ganzen vielen, vielen, vielen Details, die Wahnsinn sind, die einfach Wahnsinn sind. Das chinesische Schiff, einen langen Weg hinter sich um Afrika herum. Es gibt keinen Suezkanal. Vom Panama-Kanal brauchen wir da auch noch nicht reden, wobei es da schon Träumer gibt, die von beiden Kanälen träumen. Beziehungsweise bin ich mir gar nicht sicher, wann die Briten angefangen haben, den Suezkanal tatsächlich zu graben oder auszuheben, weil immerhin war ja Ägypten britische Kolonie. Wow. Ist auch mal so eine andere Welt als die Welten, die wir sonst mal haben. Diese europäischen Mittelalterwelten. Guck mal, hier ist ein Tempel. Das ist wahrscheinlich ein alter griechischer Tempel. Der wird jetzt als Markt oder ein alter römischer wahrscheinlich sogar eher, weil die Römer haben ja durchaus diese Teile von Afrika auch besetzt gehabt. Dann ist das vielleicht ein alter römischer Tempel. Der wird jetzt einfach nur noch als Basar benutzt. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Hier kann man sich das Leben auf so einem Basar schon fast vorstellen. Oder man kann es sich vorstellen. Da wächst ein kleiner Kaktus mitten in dem Garten. Ist ein schöner kleiner Garten angelegt. Das ist eine ganz schöne Arbeit, den hier unter diesen heißen Bedingungen so grün zu halten. Da gehen wir rein, oder?
Was anderes kommt da für uns nicht in Frage, würde ich behaupten. Als uns hier einmal umzusehen. Okay, die Leiter macht mir so ein bisschen Sorge. Es sei denn, dass das nur das Geländer ist. Oh, Gott sei Dank, Mann. Ihr wisst ja, wie es ist. Ihr wisst ja, wie es ist. Guckt euch die Decke an. Die Verkleidung der Decke. Also dieses Ornament im Grunde, ne? Das ist, glaube ich, im Grunde kein großes Geheimnis. Es sieht so aus, als wäre das ein Mäuerchen und eine Stufe. Aber der Effekt ist doch sehr gut. Und vor allem geht der halt Default-Bauern einfach ab. Es gibt ja nur eine einzige kleine Mauer. Danke, Mojang. Danke. Ihr macht's echt gut. So. Aha, Pfeile liegen hier. Da ist ein bisschen Holz, da liegen noch mehr Pfeile. Ich weiß nicht genau, welche Bedeutung dieses Gebäude gerade hat. Aber es ist sehr schön hier. Oh. Ach, das ist ja ein Plätzchen für mich. Das ist ja wie für mich gemacht. Da setze ich mich mal drauf. So. Da kann ich auch einen Blick auf mein Schiff werfen. Hallo. Das ist nicht die Sutherland. Ich vermisse sie schmerzlich, das gebe ich zu. Logischerweise, das eigene Schiff ist immer das Schönste, aber für Repräsentationszwecke haben wir in diesem Falle, hat sich die britische Admiralität dafür entschieden, dieses Schiff zu verwenden. Die Sutherland trägt ja nur 78 Kanonen, meine ich, 78 müssten es sein. Ja doch, 78 sollten und müssten es auch sein. So. Ja, hier sieht man, dass man nichts sieht. Aber es geht ja noch weiter hoch und ich hoffe, wir können nochmal wieder an irgendeiner Stelle absteigen. Auf unsere gewohnt elegante Art und Weise. Nämlich Geronimo. Ach ja, es ist ein Leuchtturm. Guck dir das an. Guck mal einer, guck. Sehr geil. So, und hoch mit uns. Ach ja. Hier ist der Leuchtturmswächter, Wärter, wie auch immer. Der vertreibt sich da seine Zeit und starrt aufs Meer hinaus. Entschuldigung. So. Hier haben wir einen schönen Überblick über diesen wundervollen Hafen. Tok, tok. Da sehen wir auch hier nochmal den römischen Tempel. Hier drüben geht die Hafenanlage noch weiter. Da würde ich gerne auch nochmal schauen. Und so ein Bogen hier sieht ja auch so ein bisschen burgartig aus. Wir müssen aber dann am Ende ja darüber. Ich habe jetzt Sichtweite 12 mal angemacht. Ich wollte nicht mehr riskieren. Jump, jump. Elegant? Naja, ging so. Hier sehen wir weitere Segelschiffe. Mir fällt gerade der Name der Besegelung nicht ein. Schreibt das in die Kommentare, wenn ihr es wisst. So, hier gehen wir mal nach unten. Ja, schön. Und jetzt sind wir auf der Stadtmauer. Und sehen hier nochmal den Tempel, der jetzt ein Basar ist. Und hier sind noch eine ganze Menge mehr Gebäude. Und die Stadtmauer geht auch noch weiter. Man kann sich hier leicht verlaufen. Das ist sicher. Und es gibt leicht Stellen zu entdecken, die einfach wunderschön sind. Wahnsinn. Und hier ist der andere Hafen. Ach Gott, wie süß. Was für eine vergnügte Bande von Hobbys. Na, ihr Küchen, seid ihr gut drauf? Diese typisch afrikanischen schwarzen Rinder, ne? Ganz typisch. Die anderen. Und Schafe gibt's auch. Hier wird Holz gehandelt. Na, nicht nur gehandelt. Hier wird auch ein Schiff gebaut. Wahrscheinlich im orientalischen Sinne. Sehr langsam, mit vielen Pausen dazwischen und ab und zu will auch mal jemand Kalif anstelle des Kalifen werden. Sehr geil. Gucken wir mal ins Werftgebäude noch rein. Nein, an der Stelle nicht. Dann wohl eher an dieser hier. Ja, hier wird Baumaterial für das Schiff gelagert. Schön. Dann gibt es auch Werkbänke in diesem Dock. Und das Schiff ist hier jetzt auf diesen Balken. Und dann wird man wohl
weiß ich nicht, ob man da welche wegschlägt, sodass es dann ins Ungleichgewicht kommt, wenn es fertig ist, und dann eben ins Wasser hineinrutscht. Könnte schon sein. Wahnsinn. Aber wie gesagt, also mit einer baldigen Fertigstellung würde ich hier an dieser Stelle nicht rechnen. Während in Großbritannien die Werften eine Fregatte und ein Linienschiff nach dem anderen bauen. Was für ein interessanter Bug. Aha. Okay. Ich weiß nicht, was es war, aber ich bin erstaunt. Ich dachte, das wäre ein Bug. Guck mal hier. Werden auch Raubvögel gehandelt. Da kann man sich einen Falken für die Jagd kaufen. Sehr geil. Und hier ist eine Geldwechselstelle. Das ist der Habakus, da kannst du mit rechnen. Und da liegt sogar ein bisschen Gold. Hier ist eine Kiste. Das ist vielleicht auch ein Geldverleiher. Wenn man da nicht bezahlt, hat man ein Problem. Oha, ein Nest mit Eiern. Okay, so schön, so liebevoll, so detailliert. Und auch die Möglichkeiten dieses Mods halt wirklich so umfassend ausschöpfend, ist einfach geil. Das ist geil, da kann man nichts anderes sagen. So, ich gehe jetzt mal hoch nochmal zu diesem stolzen Gebäude und dann werden wir mal rüber zu diesem Palast gehen und schauen, ob wir unseren Ansprechpartner finden. Was ich eigentlich so glaube, ist es hier ein Bett oder ist es einfach nur so aus Stroh? Wie gut die Half-Slaps aus Stroh. Die machen mich ja fertig so ein bisschen. Ich muss mal kurz mir hier einen Arm machen, dass ich mal gucke, wo ich so alles schon eingeklappt habe. Ja, das sind. Ja. Das ist ein Traum für uns, Default Bauer. Man hat es nicht leicht, wenn man das hier sieht. Zu sagen, yo, es reicht mir, Default. Ich kann verstehen, warum Menschen anfangen, hiermit zu arbeiten. Es ist einfach, ja, was soll ich sagen? Wie der Würzel sagen würde, das spricht ja für sich. Das spricht für sich, denke ich, absolut. Wir werden uns wohl damit begnügen müssen, es nur zu zeigen. Weil es echt so sauschön ist. Aha, eine Alarmglocke. Die gibt's hier wie da. Und wir sind hier auf einem kleinen Wehrgang. Und der Blick ist auch wieder atemberaubend. Guck mal. Wie schön das hier ist. Ui. Ja, gut, du kannst das ganze Leben auch hier draußen stattfinden lassen. Ist ja immer warm und trocken. Das ist schon geil. Man da nicht so wie wir an die Bude gebunden ist. So. Hier ist mir jetzt direkt ein bisschen dunkel. Dass wir da nicht gucken können, richtig. Da habe ich bei der Burg auch nicht so. Das muss ich echt sagen, da waren ein paar sehr dunkle Stellen dabei. Da hat YouTube, wir haben es extra aufgehellt, aber nicht die einzelnen Szenen im Großen und Ganzen, sondern das gesamte Video. Aber da hatten wir natürlich durch die Tageslichtszenen Grenzen gesetzt. Und es sah bei uns auch alles super aus, als wir es vorgerendert hatten und reingeguckt haben. Und dann war es durch YouTube doch wieder so dunkel geworden, dass man ja an manchen Stellen echt sagen muss, dass es Schwärze war, die ihr da zu sehen bekommen habt. Das tut mir auch sehr leid. Das war nicht unsere Intention, euch da ins Dunkle gucken zu lassen. Aber dieses Nachrendern, also YouTube muss ja die Videos auch nochmal rendern, damit die dann in verschiedenen Auflösungen vorhanden sind und. Und das, dieser Verdunklungseffekt, der ist nicht immer ganz so leicht einzuschätzen. YouTube macht die Videos dunkler, wie jedes Rendern das Video schon mal ein bisschen dunkler macht. Wenn man da nicht dagegen steuert, wohlgemerkt. Und das Ergebnis war diesmal in den sehr dunklen Ecken doch etwas unbefriedigend. Hier ist eine Schlachterei. Was mich hier jetzt wundert an der Stelle ist, dass Schweine geschlachtet werden. In einem orientalischen Land. Eher ungewöhnlich, weil es ja durchaus schon muslimisch sein müsste, sollte. Deshalb ist das mit den Schweinen etwas verwunderlich.
Das Schweinefleisch, das ist auch der ganze Grund dahinter, hält sich in so warmen Ländern sehr schlecht. Es verdirbt sehr, sehr schnell. Das ist ein chinesischer Lampion. Noch einer. Vielleicht ist das hier eine chinesische Handelsmission. Vielleicht. Könnte sein. Und falls ihr euch wundert, dass ich so ein bisschen gemütlich bin beim Sprechen und, liegt darin, dass ich weiß, wie groß diese Karte ist. Und ich weiß, dass wir hier noch mehrmals sein werden. Und ich weiß, dass ich noch einen langen Atem brauchen werde. Das heißt, das ist chinesische Mafia. Kann das sein? Minecraft Halsi, sag mal was dazu. Chinesische Mafia oder was? Oder wie, oder wo, oder wie, wo? Oder wie, oder wo, oder was, da. Guten Tag. Oha, das ist ein klassisches Riesenbett. Hm? Unter freiem Himmel, ich bin mir nicht sicher. Wir lüften mal. Als ob es sich nicht schon selbst lüften würde. Aha. Okay. Ich kürze das ab. Ups. Wenn ihr noch Schiffe sehen wollt, ladet euch die Welt herunter. Wir waren jetzt auf dem großen britischen Linienschiff. Alles weitere, ladet euch die Welt herunter. Trampel, trampel, trampel. Ich beeile mich jetzt mal ein bisschen für einen Augenblick. Ich habe ein Treppchen entdeckt, das mich sehr angelächelt hat. Oha, ich dachte, das wäre ein Durchgang. Führt leider nur hier so, oder was heißt leider, führt nur hier aufs Dach. Trotzdem geil. Hup. Ha! Kaputte Kutsche. Mhm. Wer hat es nicht gesehen? Kaputte Kutsche. So. So. Ja, viel Handel. Kann man hoffen, dass jetzt nicht irgendwie die Pest ausbricht. Das wäre nicht gut. Das Quell des Übels sozusagen, Afrika in dem Falle. Aber die hygienischen Bedingungen waren halt zu dieser Zeit an diesem Ort hier nicht so wahnsinnig gut. Deshalb gab es tatsächlich Pestfälle in Afrika, als es die in Europa nicht mehr gab. Und theoretisch möglich ist es natürlich, dass sich sowas dann auch verbreitet. Aha! Das ist die Sänfte, in der der Herr durch die Gegend getragen wird, wenn er denn unterwegs ist. Wow. Wow, 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 wow. Das ist ja episch. Und das ist beruhigend, dass die Breitseite meines Schiffs hier auf dem Palast zeigt. Also sollte ich nicht wiederkommen, können meine Männer alles in Schutt und Asche schießen. Nee, beruhigend. So ein bisschen beruhigend. Aha. Aha. Das sieht aus wie so Ränge von... Ja. Ränge für was? Für einen Wettkampf? Was wurde hier wohl gemacht? Da bin ich jetzt nicht genug in dieser Kultur drin. Das sieht aus wie Weinfässer, aber ich weiß es einfach nicht. Hier vorne sieht er aus wie eine Balliste. Die allerdings natürlich unserem Schiff da drüben nicht so wahnsinnig viel wird anhaben können. Weil bis die Balliste ein paar Mal schießt, kommt von da eine ganze Menge an Feuer und Eisen rüber gesprutzelt und legt die in Schutt und Asche. Ihr könnt euch also beruhigen. Entspannt euch mal. Entspannt euch mal. Macht euch locker. Aha. Es ist viel Schiffverkehr, aber es sind zumindest keine französischen Schiffe hier. Was ja nicht unbedingt das bedeutet. Das ist zumindest beruhigend zu wissen. Und dann wollen wir mal sehen, wie wir jetzt hier in den Palast reinkommen und auch den Thronsaal finden. Was sehr schön wäre. Mhm. Das ist der offizielle Eingang. Ich fürchte, ich bin hier völlig verloren. Hier sind Brunnen. Mhm. Hier sind Hochbeete. Auch schön. Noch mehr Hochbeete. Das hier alles wächst und gedeiht. Wahnsinn. Was für eine bunte Pflanzenvielfalt das ist, ne?
gut aus. Sehr, sehr gut sieht das aus. Very, very nice. Hier ist noch eine Balliste. Nice. Es ist so nice. Wenn ich das sehe, weiß ich, ich baue nur Scheiß. So, mal gucken, wo komme ich jetzt nicht hoch. Ja. Also, Eingänge sind von der Seite hier rar gesät. Aber das ist ja so schön, da macht das ja nicht so viel. Das ist echt schön. Eine Reise in ein so fremdes Land, in eine fremde Kultur. Wer da nicht staunt, da weiß ich nicht. Da kann ich nichts zu sagen. Mal gucken, was pressen. In Säckchen. Was geht, kann man ja gießen. Ich suche immer noch den Eingang. Und vielleicht. Das scheint sowas wie ein Grabmal zu sein, ne? Eine Gedenkstätte, wie auch immer. Der Brunnen. Und wir entdecken das natürlich alles wieder wie gewohnt oder wie so oft gemacht, sehr bodennah. Wer sich da wünscht, dass wir die ganze Zeit durch die Gegend fliegen und uns damit die Stimmung entgehen lassen, der ist leider bei uns falsch. Das werden dir dann auch, wenn dir das so nicht gefällt, hier ist noch eine Senf, ne? Werden dir dann auch vielleicht der ein oder andere Zuschauer schreiben, wenn du dir sagst, warum fliegst du nicht rum, warum lässt du dir so viel Zeit, warum ist das Video so lang? Ja, weil es sich lohnt. Absolut, weil es sich lohnt. Das ist schon echt Wahnsinn. Das kann man nicht anders sagen. Ich muss mal kurz checken, ja. Schemel vom Feuer. Die Nächte sind kalt in Marrakesch. Boah, da müssen wir, glaube ich, hin. Aber ich gehe jetzt mal hier lang. Also, ich musste mich noch mal kurz muten. Ich musste noch mal husten. Das ist, wenn man so lange spricht, dann muss man ab und zu mal husten. Boah, dieser Baum. Dribbel, 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 dribbel. Aha. Das ist ein Feuer und da wird geschmiedet, genau. Da liegt ein Schwert, also wird hier wohl geschmiedet. Ein Leiterwagen. Hatten wir letztens ja erst beim Mühlenhof-Video die Problematik, einen Leiterwagen zu bauen. Hatte ich ja kurz mal angesprochen. Ich hatte viel rumexperimentiert, aber es wird alles dick und rund und am Ende geht's im normalen Minecraft, wenn man nicht einen 4 Meter breiten Wagen haben will. Nur mit Klappen. Leider Gottes, ich glaube, ich kam da rein. Ich kam da rein, ich ging da raus. Euer Klaus. So. Ja, das ist aber auch, das ist irgendwie noch richtig nach Galeerenbauart gebaut, ne? So ein richtig römisches Schiff. Krass. Sehr, sehr geil. Oha. Das ist schön hier. Und hier werden wir mit dem Licht definitiv weniger Probleme haben. Es kann sein, dass ihr das Schwarze nicht so gut erkennt. Und das ist möglich. Aber ansonsten sollte das hier mit der Belichtung, mit dem hellen Stein, obwohl wir ja ein Dämmerlicht angemacht haben, also ich habe ein Dämmerlicht angemacht, sollte das kein Problem sein. Bücher, belesen. Ist ja eine Hochkultur hier im Grunde auch. Die waren uns in vielen Bereichen zu der Zeit, also vor allem im medizinischen Bereich waren die uns voraus, in anderen Bereichen dagegen weit hinterher. Das hängt natürlich auch immer so ein bisschen mit der Kultur zusammen, ob man das als hinterher bezeichnet, muss man einschränkend dazu sagen. Es war eine Kultur, die im Umgang mit ihren Frauen und den Straftätern und sowas halt sich zur Zeit doch schon entfernt hat von dem Europäischen, was jetzt aber nicht bedeutet,
unbedingt, dass das für die Menschen hier ein schreckliches Schicksal war. Also das war ja auch eine Frage der Gewöhnung. Das muss man ja mal so sagen. Und es ist ja auch so aus der Kultur eventuell daraus entstanden im Laufe der Zeit, sodass keiner das hier in Frage gestellt hat lange Zeit. Manchmal bis heute nicht. Also das Handabschlagen von einem Dieb war in Europa zu der Zeit wahrscheinlich schon nicht mehr üblich, gab es aber in Europa zu anderen Zeiten durchaus auch. Also insofern schwieriges Thema, sehr, sehr schwieriges Thema. Man trifft da halt gern die Wertung aus Sicht der eigenen Kultur, aber das ist ein Fehler erstmal, in dem historischen Rückblick wohlgemerkt. Heute sollte man keine Hände mehr abschlagen, basta. Da gibt es gar nichts zu diskutieren, wo heute solche Sachen noch gemacht werden. Das, ja. Aber auf der anderen Seite natürlich, welches Recht hat man, sich in die Souveränität eines anderen Staates einzumischen? Das ist halt auch immer die Schwierigkeit, ne? Wenn jetzt nämlich die Hände abschlagenden Völker, sag ich mal, sagen würden, ja, die Europäer machen das nicht, wir müssen die jetzt befrieden, dass die wieder Frauen unterdrücken und so weiter, dann wäre das natürlich auch nicht in unserem Sinne, wenn man sich in die Souveränität unseres Staates einmischt, unseres demokratischen Staates mit Rechten für alle, die hier leben, und zwar den gleichen. Witzig, was so eine Karte für Themen an den Tisch, also zutage fördern kann. Ich würde gerne da in diese blaue Kuppel mal rein. Ja, komm, hops. Ja, geht auch. Wenn ich jetzt hier das Geschlapse, ich glaube, wenn ich da in den Hof springe, ne, da vorne in die Kuppel wollten wir rein, ne? Das dürfte aber auch eine Moschee sein, denke ich mal. Aber in die Kuppel würde ich auch gerne mal rein. Ich spring mal. Geronimo! So. Einfach atemberaubend schön hier. Definitiv. Aha. Und hier diese Fenster. Ach, ist einfach ein Raum. Guck mal, ein Orangenhain. Wie geil. Eieiei, ich freue mich. Ein Orangenhain, wie schön. Jetzt so eine frische, saftige Orange vom Baum gepflückt und wir sind wieder hier, wo ich vorhin sagte, die Decke könnte ein bisschen dunkel für euch sein. Das war hier. Na gut. Na gut, na gut. Wir wollten ja eh zur Moschee. Ja, das wollten wir. Tatsächlich. Warum auch nicht? Grundsätzlich ist ja auch der Islam eine sehr friedliche Religion, die ganz ähnliche Grundwerte vertritt wie das Christentum, das Judentum und so weiter und so fort. Es ist dann am Ende leider oft eine Frage der Auslegung durch die eine Religion Anwendenden, was aus einer Religion wird. Und das ist ja auch immer so, dass es nicht alle sind, die das sich so in der Art wünschen. Ich finde hier diese Steine hier gerade mit diesen Einsätzen hier, das finde ich ganz großartig. Ich bin jetzt gespannt. Wir müssten jetzt theoretisch eigentlich die Schuhe wahrscheinlich ausziehen, sofern es in der Moschee ist. Ich weiß es nicht. Das ist ein Brunnen, oder? Da sind Kerzen an. Ich bin mir nicht sicher, was das hier eventuell für ein Tempelbau ist. Es kommt mir vor wie ein Tempelbau in irgendeiner Form. Mir erscheint das hier auch als durchaus Redestelle. Geeignet, erhöhter Platz für einen Vorbetenden in irgendeiner Art und Weise. Ich, wie gesagt, ich halte mich jetzt bewusst vage, weil ich nicht weiß, ob hier irgendeine Religion in irgendeiner Form simuliert werden soll. Aber das hier ist natürlich das Lichtstrahlen, oder? Guckt euch das an. Was das ein Traum ist. Was die Shader mit Minecraft machen. Aber das ist wirklich was, was man ja sagen muss. Minecraft, dieses Glötzchenspiel, guckt euch doch mal an, was man daraus machen kann. Was man mit dem Spiel, und sei es nicht mit der Werksausstattung seitens des Entwicklers, aber sei es mit den Möglichkeiten, die einem eine rege Modding-Community gibt, was man mit diesem Spiel machen kann. Das ist
Das ist atemberaubend, oder? Geht das nur mir so? Bin ich da so empfänglich für, weil ich eh so ein visueller Mensch bin, der alles in Farbe und bunt am besten sehen muss, um es für sich zu begreifen. Ah ja, hier könnte man jetzt noch was trinken. Oh, die Möwe hat mich jetzt erstaunt. Zum Glück erschreckt. So, guck mal da. So. Dann fahren wir mal wieder heim an Bord unseres Schiffes. Diese Welt, die behält noch mehr für uns parat. Das werden wir uns auch noch angucken. Ich denke, das macht Sinn. Wenn jemand... Tatsächlich ist die Leiter sehr viel mehr mit Schiffs, als ich das vermutet hatte. Guck mal. Ich habe die tatsächlich irgendwo hinten im Bereich der Hütte erwartet, aber die Leiter ist tatsächlich fast in der Mitte. Ich bin erstaunt. Aber wir wollen ja jetzt erstmal nur wieder an Bord. Gucken, ob uns das in irgendeiner Art und Weise gelingt. Das könnte spannend werden. Hm. Ganz problemlos. Ich bin so ein bisschen stolz auf mich. Ja, da bin ich wieder. Da bin ich wieder. Auch wenn mir immer noch das Steuerrad ein bisschen fehlt. Kann das sein, dass das Steuerrad vergessen wurde? Oder soll es das sein? Ich glaube es eigentlich nicht. Irgendwie... Das lässt mir auch keine Ruhe gerade. Dieses vermisste Steuerruder, also Steuerrad. Das ist ein Geschütz, das gerade hier so... Die sind nach vorne gerichtet. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich werden die gerade irgendwie repariert oder so. Normalerweise würde ich dann noch hier vielleicht ein Steuerrad erwarten. Also sprich hier. Aber das hier, das wäre ja dann auch... Also mal angenommen. Hm? Das hier... Nein. Kann man dieses Wheel auch irgendwie da dran machen? Ach so. Ach, das ist das ganze Geheimnis. Wahrscheinlich ist das hier das Steuerrad. Dann bräuchte man vorne noch eins. Sieht es komisch aus. Gucken. So. Weil ja dann genug Leute da stehen müssen. Dann wäre das Steuerrad hier. Das wäre dann auch plausibel. Das ist der Gashebel. Das ist die Handbremse. Guck mal. Nein, Quatsch. Das ist jetzt ein Scherz. So. Dann haben wir das Rätsel des Steuerrads auch noch gelöst. Und haben ihn auch das zweite. Weil bei einem Sturm brauchst du da echt 8 Mann, die das festhalten. Das haut das dir sonst so aus der Hand. Deshalb sind es immer Doppelräder gewesen bei solchen Schiffen wie diesem hier. Gut. Das war ein toller Aufenthalt. Ein ganz, ganz toller Aufenthalt. Und ich möchte mich jetzt trotzdem von dir verabschieden. Und wir werden uns auch die weiteren Welten oder Dörfer und Städte hier, die auf dieser Welt sind, von Minecraft Talsi oder Talsi333, YouTube-Kanal, besucht den mal, auf alle Fälle noch angucken in dieser Art und Weise, wie wir das jetzt begonnen haben. Ich hoffe, euch gefällt das so gut wie mir. Also ich finde das ganz großartig. Und wir sehen uns aller Voraussicht nach beim nächsten Video. Das war der Kumpel aus dem Studio Winter. Und für dich eine gute Zeit. Ciao. Ich hoffe, ich zerhau nix. Reiß die, beiß die.